Ja Leute, willkommen zu einem weiteren sehr, sehr, sehr spontanen Video von mir. Und zwar habe ich eben gesehen, ich wache eben so auf, gucke auf mein Handy, Jeremy Fragrance hat sich in einer Insta-Story erwähnt. Da habe ich gedacht, schaue ich doch mal, was das Ganze ist. Er hat ein Video gemacht, wenn YouTuber Parfums wären. Und da habe ich gedacht, schmeiße ich mir schnell meine Trainingsjacke über und dann reagieren wir mal. Dann riechen wir mal. Ich reagiere aber nur auf meinen Part und ich muss aber ehrlich sein, ich habe es schon geschaut, dachte, es wäre lustig, jetzt ein Video zu machen. Naja, okay. So, weiter geht's. Wer kommt jetzt? Ich? Oh, wer hätte es gedacht? Was geben wir Justin für einen Duft? Justin ist. Also er sagt jetzt, was ich als Parfum wäre, beziehungsweise was er mir und meinen Zuschauern empfehlen kann. Jeremy, guter Typ auf jeden Fall. YouTuber, der sich viel mit Style. Ich muss sagen zuerst, ich hätte safe mit einem Tom Ford Duft gerechnet, weil er ja schon mal gesagt hat, Tom Ford Düfte wären Geldverschwenderdüfte, weil ich so viele davon habe. Aber und Trends beschäftigt, okay? Justin ist ein Kerl, der beschäftigt sich viel mit Trends. Deshalb empfehle ich dir, Justin, falls du das siehst oder Leute, die ihn gucken, ein Parfum, was derzeit total viral geht in Paris, in Frankreich. Okay, aus Paris kommen ja einige gute Sachen, ich bin gespannt. In Paris, das ist sozusagen das Patek Philippe, was die Rapper in Amerika für sich entdeckt haben, die Patek-Uhren. Jeder rappt jetzt über Patek-Uhren. Das ist das Parfum, was der Gegensatz zu Patek okay. ist. Okay, ich brauche es auf jeden Fall, wenn er das schon so anpreist, Patek Philippe unter den Parfums. Ein Dior-Duft aus der Private Line, Bois d'Argent. Übrigens alle Links in der Videobeschreibung. Ah, Dior Bois d'Argent. Jeremy, da bin ich auch gerade mal in meinen anderen Raum gehopst. Und die Leute, die mich verfolgen, wissen schon, dass ich es habe. Und man sieht ja auch, ich habe schon so ein Drittel aufgebraucht. Dior Bois d'Argent. Ich hoffe, man erkennt es. Da ist es. Ja, Leute, da muss ich Jeremy auf jeden Fall lassen, dass er wirklich sehr, sehr gut Parfums Leuten zuordnen kann und auch perfekt Empfehlungen aussprechen kann. Das Parfum finde ich tatsächlich auch sehr gut. Ich finde es fast, also wirklich nur einen kleinen Ticken zu intensiv. Ihr wisst ja, ich mag so diese holzig-ledrigen Düfte. Das ist hier auch so ein bisschen der Fall. Bois d'Argent. Jeremy, du hast es auf jeden Fall genau ins Schwarze getroffen. Trotzdem vielen Dank für deine Empfehlung. Aber Leute, wir schauen mal gerade noch, was der Jeremy noch zu sagen hat. Das ist von Dior's Private Line, das heißt von der teureren Linie. Oh. Ein Iris Myrrhe Duft. Iris, hammergeil, kennt man schon von... Iris Myrrhe Duft, okay. Aber ich hatte auf jeden Fall, also safe auf der Webseite gelesen, dass auch irgendeine Holznote enthalten ist. Deswegen hatte ich mich auch dafür entschieden. Dior Homme und von vielen anderen. Prada Homme, super Düfte. Pudrig, luxuriös. Und dann die Myrrhe, die... Luxuriös. Luxuriösen, glamourösen. Mr. Wichser auch Safe-Legende. Die bringt so ein bisschen Andersartigkeit bei. Das heißt, dieser Duft ist ziemlich langanhaltend. Und warum der gerade so trendy ist, weil tatsächlich, hat mir einer gesagt, in Paris oder in Frankreich die ganzen Rapper immer so erzählen, ja, ich komme mit meinem Bois d'Argent auf Französisch. Habe ich gehört. Ich komme mit meinem Bois d'Argent, Leute. Auf jeden Fall irgendeine Dame aus der Parfümindustrie sagte mir, in allen Dior-Boutiquen wäre dieser Bois d'Argent in Paris deshalb ausverkauft. Von daher, Justin, falls du dich für neue Trends in der Duftindustrie interessierst, probier den mal aus. Ziemlich teuer, aber man kann es mal ausprobieren. Jeremy, danke dir. Guter Mann. Wirklich ehrlich. Ich muss auch ehrlich sagen, dieses Video, was Nico, Tim und ich damals so gemacht hatten über Dings, Jeremys Uhren, das war so ein bisschen Stichelei in seine Richtung. Er hat es aber voll cool aufgefasst, hatte dann mal so ein Bild gepostet, wo er so zwei Rollies anhat. Also Jeremy, nur Liebe an dich, Bro. Das Parfum ist natürlich auch in meiner Videobeschreibung verlinkt und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, peace.